Freedom is being able to choose who we want to be, how we want to create our lives, and whom we want to share this journey with. Freedom and love sometimes may seem like two opposites, but in reality, they're intertwined, connected, and form a symbiotic relationship. Committing to another human being out of free will and choice is an act of love. In this video, I committed to this act of love and to the woman I love. Und ich habe immer in dieser Zeit vor, mein ganzes Leben lang eigentlich schon immer auch so Liebessongs gehört, zum Beispiel. Oder auch, wenn ich so Liebesfilme geguckt habe, war von denen halt immer so berührt. Weil die irgendwie halt so auch irgendwie so eine Sehnsucht entwickelt haben. Eines Tages auch mit so einem Menschen zusammen zu sein, diese Reise des Lebens zu teilen. Und wenn man jetzt auf diesen Menschen gesucht war, eine Begegnung, und als ich nach Schweden gekommen bin, habe ich für mich das gefunden, was ich immer in einem anderen Menschen gesucht habe. Und kurz darauf habe ich dann dich getroffen. Und jeder einzelne Tag hier ist für mich ein großes Geschenk. Wo ich das Gefühl habe, dass ich mich in mir selber sehe und dass ich mich dazu entschieden habe, mit dir gemeinsam diesen Weg zu gehen. Und ich fühle es tatsächlich für den vierten Tag krass. Ganz, ganz großes klar geworden. Du bist für mich allein. Die Frau, mit der ich diesen Weg gehen will. Durch alles, was kommt, weil du dich an mich liebst. Und ich mit dir gemeinsam auf den Weg gehen. Ich hab doch schon in Schweden ja gesagt. Ich habe gestern Abend schon so. Ich hatte so einen heftigen Glücksmoment, weil ich diese tiefe Gewissheit in mir hatte: dieses Wow, ich liebe mein Leben so sehr, mich selber so sehr, auch wenn ich alleine bin. Aber das Leben mit dir zu teilen ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Also wirklich diese Erkenntnis, dass ich dich nicht brauche, sondern wirklich wähle. Komplett frei. Und ich sehe das so sehr, wie wir eines Tages auf einer alten Hollywood-Schaukel sitzen.